Guten Morgen, Leute, ich bin's. Guten Morgen, Mittag, ne, weiß ja nicht, was gerade bei euch Sache ist. Bei mir wird gerade Wäsche gemacht, die Waschmaschine ist laut wie Sau. Ja, wie ihr seht, es ist schon dunkel. Boah, jetzt habt ihr, glaube ich, gesehen, wie meine Gardinen angebracht sind. Die habe ich richtig professionell angebracht, auf jeden Fall. Ich guck mal, vielleicht kriege ich es von der Seite gezeigt. Da hatte ich nämlich kein Werkzeug hier, keine Leiter, nichts. Hält jetzt schon fast hält schon über ein Jahr, aber es sieht sehr kriminell aus. Moment, ich zeig's mal. Sieht man das? Wie schräg das ist? Ja, man sieht's. Die andere Seite sieht nicht besser aus, ich sag's euch. Aber es war eine schwierige Zeit, finanziell wie emotional. Ich war hier neu in Berlin, ich kannte nicht so viele Leute. Und ja, deswegen musste ich alles auf eigene Faust machen. Ich bin ein ziemlich beschissener Handwerker. Unter anderem habe ich dann so Sachen gemacht wie völlig alleine im 5. Stock eine Waschmaschine von eBay Kleinanzeigen abzuholen. Ja, und dann dachte ich, nach dem 3. Stockwerk, komm, schubst sie ja jetzt einfach Stufe für Stufe runter. Deswegen, ich gehe mal in die Küche, die läuft gerade. Dann kriegt ihr mal mit, wie die so klingt jetzt. Die ist auf jeden Fall sehr gut. Meine Damen und Herren, was auf den ersten Blick wirkt wie eine völlig normale Waschmaschine, wird nachher überraschen, wenn es in den Schleudergang geht. Ich finde es auch süß, es ist nicht gewollt. Das war einfach so per Zufall, dass dieser Knoten hier, er macht, dass das Mikro perfekt unter meinem Mund ist. Ne? Es war nicht gewollt. Meine Damen und Herren, ich präsentiere den Schleudergang. Das ist unglaublich. Das Feinglas. Wird es das überleben? Wird es das überleben? Oh, weh. Da gehe ich mal lieber dazwischen. Es ist atemberaubend, was hier passiert mit dieser Waschmaschine. Dieses unglaubliche Spektakel an Kraft, an Power, an Waschleistung. Es ist unfassbar, was sich hier für Bilder abspielen in Berlin-Charlottenburg. Unglaubliche Szenen spielen sich hier ab. Wir sehen, wie sich die Bürste schon den Weg nach vorne tanzt, Richtung Waschbecken. Nicht lange wird sie überleben. Der Abgrund, Mufasa, fall nicht. Du hast einen Sohn zu erziehen. Ah! Vater! Oh, das Glas wieder, das Glas. Uiuiuiui. Hier geht's zur Sache. Ich finde es selber lustig, aber es ist wirklich so, dass in 90% der Fälle ich die Wohnung verlasse, wenn ich die Waschmaschine anmache. Ja, ist jetzt... Guck mal, meine rote Lampe leuchtet mich an. Jetzt ist das so krass belichtet, ne? Huh. Hallo. Ist, doll. Ist schon doll. Deswegen, ich bin sehr froh. Mir hat ein Arbeitskollege und mittlerweile auch, Sam, du weißt es, auch ein guter Freund von mir, hat mir den Gefallen getan und hat mir eine Waschmaschine geschenkt. Hier steht das gute Stück von Bosch. Ich bin gerade vom Reisen zurück, deswegen, der Koffer, der ist noch nicht ausgeräumt, ne? Wird noch passieren. Aber das wird erstmal alles gewaschen. In diesem Teufelsgerät hier. Weil ihr selber gesehen habt, dass ich kein Handwerker bin. Ich kann das einfach nicht. Ich habe auch kein Werkzeug hier. Ihr habt doch gerade die Gardinen gesehen. Das da. Wie soll ich diese Waschmaschine alleine anschließen? Ich habe Dielenboden. Das wird alles unter Wasser stehen, wenn ich das alleine mache. Deswegen warte ich schön, bis der Sam aus seiner Heimat wieder da ist und ich das mit dem zusammen machen kann. Sam, falls du das hier siehst, du bist fest eingeplant. Ich habe dich noch nicht gefragt, aber ich werde die Tage auf dich zukommen und fragen, ob du mit mir die Waschmaschine anschließt. Ich habe da auch noch so ein Regal, das müsste hier an die Wand, neben dieses Holzding. Das Holzding haben wir auch zusammen angebracht. Deswegen, ja, stay schon mal tuned, ne, würde ich sagen. Mach dich schon mal drauf gefasst, dass du mit mir hier schön zusammen anpacken kannst, ne? Ja, und jetzt, weiß ich auch gar nicht, ich glaube, das ist einfach nur so ein Infovlog, ne, damit ihr mal seht, wie meine Waschmaschine hier, ich nenne den Vlog einfach Waschmaschine, dann war es das jetzt auch schon. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, der Tuner zeigt euch irgendeinen Dreck aus seinem Leben. Boah, ist ja wie im Dschungel hier, Pflanze, Lavendel. Ich will jetzt nicht wieder in die Küche gehen, da ist auch noch eine Pflanze, aber die ist aus Plastik, ne? Weiß ich nicht. Und da wütet auch noch die Waschmaschine, deswegen kann ich da eh nicht hingehen und quatschen, weil dann versteht ihr wieder kein Wort. War schön mit euch. Checkt die anderen Social-Media-Kanäle ab. Bis zum nächsten Mal beim Tuner.
Lasst ein Like und ein Abo da. Ich weiß nicht, warum ich das immer wieder erwähnen muss. Ich kann das genau nachvollziehen. Es gucken, ich glaube, von den Leuten, die die Videos gucken, haben 79% nicht abonniert. Und das ist was, das finde ich schade. Naja, wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da. Naja, das war's bei mir. Ich warte, bis die Wäsche fertig ist. Euer Toner.